Vor genau einem Jahr explodierte in Ritterhude im Landkreis Osterholz der Chemiebetrieb Organofluid. Ein Arbeiter kam dabei ums Leben, vier weitere wurden teils schwer verletzt. Außerdem verwüstete die Druckwelle das angrenzende Wohngebiet. Mittlerweile erinnert nur noch das Brachland in der Kiepelbergstraße an die Explosion vom 9. September. Von einer Ruine zu sprechen wäre übertrieben. Die genaue Ursache sowie die Schuldfrage werden immer noch ermittelt. Fest steht, ein Wiederaufbau des Betriebs an gleicher Stelle ist nicht geplant.